Martin, läuft schon oder läuft das Wetter in der Woche? Ich frage, läuft schon oder läuft es nicht? Man weiß ja nie, ob schon läuft oder die Zeit läuft weg. Weißt du, wir haben ja hier auch nicht ewig Zeit. Der Saal im Theaterhaus wird voll sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kenne doch meine Leute, verstehst du? Da fragen sie mal, hast du vielleicht Freikarten für mich? Hast du das für mich? Hast du das für mich? Und hochpolitisch, und mein Bruder, der Ingo, da darf dann, bist du so weit, dass ich anfangen könnte? Ja, Martin! Martin! Ja, komm doch mal, Mensch, ich sitze hier die ganze Zeit, ich muss nachher... Ach, ist das immer... Ach so, es läuft schon. Das schneiden wir dann natürlich weg, oder? Auf jeden Fall wegschneiden, weil da redet man redet ja auch... Man redet heute was... Die Leute reden einen Scheißdreck heute. Ich sage dir oftmals, wenn wir Besuch haben, wir haben ja Gott sei Dank wenig Besuch, ne? Weil wir gucken immer, dass sie zum Essen nicht bleiben. Ne? Dass du sie so rauskriegst vorher, dass man sagt, ja, wir wollen noch ins Kino. Es gibt ja welche, die sagen, oh ja, ins Kino, da würde ich gerne mit. Ne? Da bist du am Arsch natürlich. Ne? Da kannst du selber nichts essen und musst dann ins Kino. Ne? Also solche Dinge passieren natürlich. Aber am meisten freut man sich natürlich, wenn der Saal voll ist, sage ich mal, wenn die Leute da sind, das gibt wieder eine dicke Kasse. Nicht? Und eine dicke Kasse heißt Eisbein mit Sauerkraut. Und zwar extra, nicht wegen der Kirche und wegen diesem, wie heißt der, von der Leyen, der da im Erzbischofstum Limburg oder Gutenberg oder so. Diese ganzen katholischen Freunde von mir, nicht? Die sind ja sowas von froh, dass man die erwischt hat, die von der Leyen. Nicht? Wie die sich da reingeschlichen hat in diese ganze Geschichte. Nicht? Und jetzt will sie noch General werden. Nicht? Ja, das ist aber ein gutes Zeichen von Gleichberechtigung, nicht? Dass auch die Frau in unserem Land 2014 etwas werden kann. Man weiß zwar nicht was, nicht? Aber sozusagen eine Waffenschwester, wo wir früher nur Waffenbrüder waren unter uns, homophil oder homophen oder was auch immer, nicht? Gibt es jetzt auch Waffenschwestern. Nicht? Gerade wenn wir von den Schwestern reden, man hat ja jetzt diese andere Frau erwischt, wissen Sie, diese... Wie heißt die? Die macht ja mit den Steuern nicht, nein. Die Ali Schwarzer, nicht? Die hat man ja ganz, da regen sich furchtbar auf, was die nicht. Und man muss aufpassen, wenn solche Leute eben zu moralisch werden, nicht? Und dann erwischt werden. Das ist ganz große Scheiße. Ich habe ja da unter uns gesagt, ich habe ja da ein Problem. Was habe ich Sparkassenbücher gefälscht? Was habe ich Steuern hinterzogen? Was habe ich verdient mit Sammelbüchsen alleine? Rumgelaufen bei den Demos, alles kassiert, alles für mich. Was glauben Sie, weswegen, wie wir uns das in Sonnenberg da haben finanzieren können? Nur auf diese Weise kommen Sie zu was, nicht? Ich hatte ja damals immer gesagt, zum Alice, nach Liechtenstein geben wir überhaupt nichts. Wir geben auch nichts in die Schweiz. Wir geben es nach Luxemburg. Wissen Sie, warum Luxemburg? Wegen Rosa. Rosa Luxemburg, nicht? Die sich nach diesem Land ja nennt, nicht? Wir sind ja, ich bin ja ein alter Roter. Jetzt nicht mehr so ganz so rot wie die meisten hier, so halbrot. Also jetzt nicht so rot wie der Schmidt, also nicht der Carlo Schmidt, sondern der andere, der Schmidt, der jetzt Finanzminister ist, nicht, nicht der Gabriel, sondern der andere Schmidt. Also, und da sage ich immer, wir Genossen, wir Leute müssen doch zusammenhalten, gerade was den Steuerbetrug angeht. Was glauben Sie denn, was die kassieren zum Teil, nicht? Was die zum Teil kassieren heute, nicht? Und gut, wir auch, aber deswegen bin ich eben, was die Moral angeht, ganz, ganz vorsichtig. Im Nu kommt dann das Finanzamt Stuttgart 4, da bin ich ja, ich könnte Ihnen meine Steuernummer sagen, ja, Herr Grohmann, Sie haben da im Kabarett, Sie haben da auf YouTube ein bisschen ganz dumme Sachen gesagt, jetzt kommen, dann machen wir doch mal bei Ihnen eine Kontrolle, nicht? Immer das Finanzamt hetzen, immer die Obrigkeit hetzen, nicht? Jetzt gucken wir uns das mal genau an, nicht? Deswegen bin ich da in dieser Frage eben ganz vorsichtig und sage, ich versteuere meine Sachen nicht. Verstehen Sie, ich gebe für diesen Staat steuerlich nichts. Der steckt es ja doch nur in Rüstung. Nicht? Das sage ich auch immer zu den Rauchern. Nicht? Die Rüstung verdient an euch, nicht? Und die Gesundheitsindustrie und die Zigarettenindustrie, nicht? Und wo stinkt's bei uns, wenn Raucher kommt, nicht? Das sage ich auch immer zum Rüdiger, aber der Rüdiger hat's ja auch nicht glauben wollen, nicht? Jetzt hat er's, jetzt glaubt er's, jetzt weiß er's, nicht? Naja, gut, ich wünsche Ihnen jedenfalls noch einen schönen, wunderbaren Aschermittwoch und vor allem die Zeit danach, die Fastenzeit, nicht? Trinken Sie ein auf mein Wohl.